Hi. Servus. Ich bin der Jean von der Last Zeit. Ich bin der Dennis von der Dogs for Astronauts. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir sitzen zusammen und erzählen euch ein bisschen was über die Herangehensweise, die wir jetzt fast so haben. Voll. Was Musik betrifft, was Songwriting betrifft, genau. Was Gitarrentons betrifft und so weiter. Genau. Ja, habt ihr irgendwas noch, was ihr in Zukunft noch einbauen wollt, sei es jetzt Instrument oder Sound oder irgendwas? Instrumente, also grundsätzlich, mir taugen immer irgendwelche Instrumente, die man bei uns nicht so hört. Jetzt vor allem gerade so indische Sachen, ja, Sitar oder sowas. Ich habe leider mal ein super Angebot von einer Sitar um 30 Euro verschlafen. Ärgere ich mich immer noch. Ja, ja. Aber solche Instrumente, wir haben es auch, wir haben, glaube ich, auch bis jetzt auf jedem Release irgendwo Tablas drinnen. Zwar leider Sample, aber ja. Trotzdem irgendwie cool. Voll. Also gerade so irgendwie diese World Music, Ethnic Sounds und Instrumente finde ich immer spannend. Und so Orchestrierungen, so verwendet ihr das auch? Das ist ja ab und zu am Lancello und so. Wir haben es ab und zu drin, aber eher wenig eigentlich. Ja. Also wir machen so gerade so Sachen, die normal so Streicher oder so machen würden, meistens dann mit Synths. Synths, ja, voll. Wir haben es ab und zu, dass wir irgendwie Melodien oder so mit dem Streichern oder Geige oder Cello oder so mitspielen. Ja. Was irgendwie dann immer ganz cool ist, weil es fühlt sich live dann so geil an. Ja, voll. Wenn die Geigen oder so das noch mitspielt. Ja. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Plini-Geschichte entstanden, weil er macht es ja immer mit dem Glockenspiel. Ja, mit der Musikbox. Geil. Ja, genau. Das haben auch so viele Leute nachgemacht. Das merkt man halt voll. Das ist so lustig. Aber es passt. Es ist so ein Sound, dass man sich irgendwie, wenn er das so davor wäre, gesagt hat, hey, verzerrte Gitarre und Musikbox-Sound oder halt so Klingelspiel, dann hätten die meisten ja gesagt, ich weiß nicht, ob das passt. Ja. Und da hat er das echt sehr gut ausgeführt. Ich finde gerade, was Sounddesign angeht, hat er viel weitergebracht. In der das Hinsicht, stimmt, voll, überhaupt, dass das heutzutage, das finde ich halt bei euch auch so cool. Ich bin halt, weiß nicht, ob das jetzt daher kommt, dass ich halt generell nur kurz aufmerksam sein kann oder so, oder ich weiß es nicht, aber für mich ist schon so, dass wenn sich etwas oft wiederholt, mir das ist für mich ein bisschen fad ist. Ja. Aber jetzt gar nicht in der Hinsicht des Riff oder so, sondern eher den Mood vom Song und so. Und das finde ich bei euch so cool, dass man da halt auch, ich finde das so befriedigend einfach, wenn du da ein bisschen Gefühlswelt durchlebst, wenn du einen Song hörst und nicht, dass die, wenn ich den Song einschalte und vom ersten Ton weg bis zum letzten weiß ich, okay, so werde ich mich jetzt fühlen. Ja. Sie ist auch ganz cool, mein persönlicher Geschmack ist halt eher so, dass ich gerne halt eine Story habe, wo ich mich zuerst kurz einmal gefreut und dann wieder, okay, scheiße, geht alles voll. Dahin. Ja, voll. Sag mal, voll. Ja, das ist irgendwie, ich meine, wir machen es gar nicht wirklich so bewusst. Ja, eher. Es ist mehr so, schau mal, wo es uns hintreibt irgendwie. Und es ist gar nicht so, dass wir jetzt uns irgendwie an irgendein bestimmtes Schema halten oder so beim Schreiben. Und ja, was wir immer gern machen, ist gerade, wenn wir Melodien oder Themen oder so drin haben, dass wir sagen, okay, das wäre cool, wenn das am Schluss nochmal kommt, wenn das irgendwie ein bisschen anders nochmal kommt. Ja, voll, ja. Ob es jetzt tief ist, ob es anderes Harmonisation ist, ob es Synth ist oder sonst wie. Das machen wir extrem gern. Genau, ja. Ich habe das ja auch, glaube ich, gemacht, wenn ich mich nicht täusche, dass ihr halt Themen auch habt, die ihr überall Songs verwendet, gell? Ja, voll. Wir haben das ab und zu gemacht. Mhm. Wir haben es jetzt für das kommende Album ganz extrem gemacht. Ja. Da haben wir irgendwie, das war ein Song, den hat der Leo geschrieben. Und ich glaube, es war der Leo, ja. Mhm. Und wir haben das Thema drüber gespielt und haben gesagt, es wäre cool, wenn sie das irgendwie über das Album zieht, wenn es immer wieder mal vorkommt. Vor allem nicht so offensichtlich und oft auch ein bisschen verändert, aber doch, dass man sich dann vielleicht denkt, hey, das habe ich schon gehört. Ja. Ich finde das auch so ganz cool, damit gerade so eine Sache, damit belohnt man ein bisschen Hörer, die sich das öfters anhören. Ja. Weil einer, der es beim ersten Mal hört, der wird das dann nicht so wahrnehmen und so. Und irgendwann denkst du so, hey, warte mal, das habe ich schon gehört, aber leider anders. Ja, absolut. Deswegen, ich mag generell, ich bin so ein Fan, das war immer schon beim Schreiben von kleinen Zuckerlein. Ich nenne es immer Zuckerlein, wo ich sage, du hast eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ich habe lieber, dass sich jemand einen Song anhört, sich denkt, boah, der eine Teil und das andere, weil ich muss das nochmal hören, und sich deswegen den ganzen Song anhört, dass er sich satt hört beim einmal durchhören. So, ja, voll. Das stimmt, das ist irgendwie. Ja, ich finde, bei mir sind das oft ganz, ganz oft so rhythmische Dinge, wo ich dann wirklich beim Song hängen bleibe irgendwie.
wenn ich mir denke, Alter, wie funktioniert das? Mhm. Und dann so oft horch, bis ich es entweder durchschaue oder immer noch arg finde, weil ich es nicht durchschaue. Ja. Oft einmal ist es aber dann eigentlich gar nicht so arg, aber es ist halt schwer, dahinter zu kommen, was, wie der das halt gesehen und wie er es gemeint hat. Ja. Ich denke es mir oft, wenn mir Leute auch sagen, ja, wie kommst du denn auf sowas? Und ich denke mir, das fühlt sich so an, als würde ich in einem Lab sitzen und versuchen, crazy shit. Gar nicht. Das ist einfach leider, mir fällt es leicht, weil ich genau das in meinem Kopf habe. Wenn ich genau das Gleiche hernehmen darf und ich hätte es aber nicht geschrieben und ich müsste das lernen, würde ich mir voll schwer tun, weil ich das ja nicht in meinem Kopf habe. Und wenn du den Sound nicht im Vorhinein im Kopf hast, dann ist es ja echt schwer zu sagen, okay, du lernst jetzt da eine ewig lange Wurscht, irgendein Solo, was 3 Minuten dauert. Irgendwas. Ja. Klar ist es schwer. Voll. Aber wenn du es geschrieben hast, ist es halt leichter. Das stimmt, das stimmt. Ich denke es mir oft bei Riffs oder so, die der Leo geschrieben hat und dann oft spielt so daheim und ich denke mir, boah, ich freue mich schon, wenn ich das lernen muss. Und oft irgendwie sitze ich dann wirklich oft lang da und übe das. Mhm. Und irgendwie zum Beispiel das war irgendwie, wo ist es da? War irgendwie so ein... Das war irgendwie, da bin ich ewig gesessen und er spielt so runter. Ja, ich sehe, weil es viel nicht macht, weil er sich genauso im Kopf hat. Ja, voll. Ja, das ist cool. Auch lustigerweise ein Riff, das er eigentlich am Synth geschrieben hat. Und wir es dann auf Gitarre um... Ah, das ist auch voll interessant, weil das bringt dir dann wieder dazu, so zu schreiben, wie du es eigentlich nicht machen willst. Genau. Das ist, finde ich, das Größte, oder das... Eines der Sachen, die mich oft zurückhalten, auf die ich mich dann immer wieder ein bisschen erinnern muss beim Schreiben, ist, dass man ja doch oft da hingreift, wo es sich angenehm ist. Und das muss aber nicht heißen, dass das genau das Song will. Ja. Und das ist halt auch das Problem bei generell, wenn man alle möglichen Jobs, die man halt so hat, weißt du, und wo du halt so Sachen hast wie, keine Ahnung, ich beim Solieren, da habe ich so meine Phrasen, das ist so eine, wo ich genau weiß, dass ich halt immer da hingreife, halt sozusagen. Ja. Und dann nerve ich mich ja fast selber im Endeffekt. Jetzt beim Improvisieren ist es was anderes, da musst du da anders üben und so. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich mal absichtlich mich aus der Komfortzone bewege. Ja. Dass ich sage, okay, auch wenn ich jetzt dann bei dem Riff jetzt genau da ankomme, dass ich sage, ich gehe trotzdem woanders hin oder ich mache halt den Shift, weil gerade beim Liedspielen merke ich das immer. Da merke ich halt oft, dass ich davor halt nicht so dazu neige, irgendwo anders hinzugehen, irgendwas zu machen. Und das ist halt, das ist aber dann wiederum das Coole, weil man da halt eben voll viel lernt. Ja. Und ich finde, man sollte es auch so angehen, dass wenn man etwas hat, wo dann zwei Parts sind zum Beispiel, die nicht gut zusammenpassen, dass man sich genau das halt ewig dann auscheckt und so. Voll, ja. Also generell irgendwie Parts, die nicht gut zusammenpassen, zu verbinden, finde ich, ist oft, kann oft wirklich was Cooles rauskommen. Ja, voll, auf jeden Fall, ja. Überhaupt sowieso wie bei dir mit den Slides, das finde ich ziemlich geil. Das finde ich auch ziemlich cool, aber glaub, ich weiß nicht, was man da macht. Da finde ich das auch ziemlich cool, wenn du halt so, ist halt eher so unüblich, weil ich würde normalerweise, habe ich immer dazu, oder tendiert halt eher in Analog zu spielen und so. Ja. Und oft ist es auch ganz cool, dass man halt, auch wenn du da den zweimal den gleichen Ton halt hast, dass du trotzdem anders gehst, weil du zu dem anderen hingehst, weil es sich halt anders anhört. Und das kann halt dann einiges bringen. Oder was auch ziemlich cool ist, finde ich, ist, wenn du halt eine Melodie hast und statt, dass du sie halt auf zwei Seiten spürst, dass du, keine Ahnung, wenn es jetzt nur das wäre, dann macht es schon einen anderen Unterschied, ob du oder dass du es halt einfach auf verschiedenste Arten und Weisen spürst und da kommst du wieder auf neue Fingersätze. Das sind Kleinigkeiten, aber die machen es dann extremst aus und ist natürlich auch abhängig davon, was als nächstes kommt. Wenn jetzt ein da landen müsste mit einem kleinen Finger, dann macht es natürlich Sinn, dass sie da jetzt bleiben darf. Die kennt aber, es hängt immer davon ab, was du jetzt schreiben willst. Ja, vor allem. Und wenn du sagst, man greift immer gern dahin, wo man es schon kennt. Ja, voll. Was ist so, wenn du ins Klangfarbe gehst zum Beispiel und eine Gitarre in die Hand nimmst, was ist das Erste, was du drauf spielst? Okay, lustigerweise, was ich früher immer gemacht habe, war Riffs gespielt und das hat mich aber eigentlich immer gestresst. Ja. Deswegen, was ich mache, ist meistens, ich versuche einfach straight ein bisschen zu exploren. Ja. Und das mache ich, indem ich einfach
So weiter. Ja. Also ich schaue, dass ich halt, ich will ja von der Gitarre die ausprobieren für die Range. Ja, hören. Ja. Und ich merke, dass ich mir, dass ich selber eine Gitarre besser beurteilen kann, wenn ich nicht in meinen Dings drin bin, okay, wie spiele ich jetzt das Riff? Ja. Sondern wenn ich einfach aus der Laune aus mache. Ja. Natürlich greife ich dann mehr in den Gatsch, wenn ich jetzt an etwas vorbereitet habe, wo ich dann einfach gleich so weiter. Ja. Ist natürlich dann leicht, aber das sagt man dann oft über die Gitarre halt wenig aus. Das sagt man dann eher leicht so aus, okay, wie fühlt sich das einfach an, weißt du? Und so, was ist das, was du hauptsächlich machst? Ich weiß nicht, ich gehe es ein bisschen anders, oder ich gehe es ein bisschen anders an, ich mache das auch nicht so oft, aber... das gibt mir auch nicht dazu, ich mache es auch nicht so oft, wenn ich das Geld hätte. Ja. Aber bei mir ist es eher mehr der Ansatz, wie fühlt sich das auf der Gitarre an? Ja. Und das Ding, was ich immer spiele, generell mit jeder Gitarre eigentlich, ist immer das. Ah, okay. Eigentlich meistens nur das, das kommt aus einem Riff von Intervalls. Okay, weil das ist schon okay, wenn ich drop. Aber es klingt immer geil. Tust du das? Ist das Economy Picking, was du verwendest, oder? Zum Teil. Ah, okay, so mal. Also ich bin den ganzen Rückweg halt ohne. Ja, das mal lustigerweise bei voll viel Sweeping-Song mache ich das auch. Das ja, ich mache es beim Sweeping auch gern. Ja. Aber nur wenn ich weiß, dass ich dann da aufhören werde. Wenn es weitergehen soll, also wenn ich echt weiß. Oder bei dem zum Beispiel. Da muss ich beim Zurückgehen schauen, dass ich echt immer drauf lande. Weil sonst geht es sich halt nicht aus. Ja. Das ist das Problem. Ja. Voll. Was ist für dich das absolut Schwerste immer? Gibt es irgendwas bei euch, irgendeinen Song, den ihr live spielst, wo du bei demselben Teil immer denkst, okay. Ja, gibt's. Ja. Und meistens nudel ich den auch wirklich dann es ist eh. Sorry, dass ich dich so exposed. In dem gleichen Song, wo ich das Riff vorher gespielt habe, gibt's dann diesen Solo-Part, der. Und dann kommt es eben zweimal doppelt, Double Time und da verhaspel ich mich gerade live immer. Ja. Im Studio habe ich es hingekriegt nach ein paar Versuchen, aber. Ja, da fühlt man sich halt auch viel wohler. Du hörst das eh. Ja, voll. Das passiert gern. Zeig mir mal den ersten, den allerersten, den du machst. Der allererste ist normaler Moll. Aha, du hast. Ah, du machst es so überhaupt, lustig. Den zweiten. Ah, okay, du machst es. Wenn du den ganz machst, den da, machst du da. Oder. Wie machst du da? Also, welchen meinst du? Den zweiten. Genau, das ist der erste ist so. Gell? Genau. Und dann der zweite ist der, oder? Also machst du mit Zeigefinger. Okay, ja, interessant, ja. Den ganzen Spiel eigentlich nie. Okay. Deswegen kann ich das auch nicht sagen, wie ich machen würde. Okay, ja, klar. Ja, aber es macht eh Sinn, wenn du so. Dann wird es wenig Sinn machen, ja, voll, ja. Ah, okay, ja. Ja, bei mir ist aber was ist bei dir? Es ist auch, jetzt muss ich überlegen. Ja, genau, es ist bei Through the Waves, das ist generell so ein Zaha-Song, weil da muss ich echt, der dauert einfach, das Solo dauert einfach so ewig. Ja. Es sind so viele Parts drin, so viele Dapping-Sachen drinnen und ich habe das Gefühl, ich habe einfach keine Pause. Ja. Und das Schlimmste ist, ich fühle mich dann sehr, sehr exposed, weil ab einem Teil ist eben nur Background, nur Klavier. Ja. Und ich, kein Schlagzeug, kein Flo, kein Robin, hinter dem ich verstecken kann. Und da ist immer der Teil, das ist jetzt hier vorne, wo ich. Und dann kommt nämlich direkt das.
so weiter. Ja, ja. Ja. Und ich habe da absolut überhaupt, weil nach dem Scheißlauf genau wieder da arbeite. Ja. Also ich wundere mich, dass das eigentlich relativ viel mal funktioniert, aber ich merke schon, dass es so eins der einzigen Sachen, wo ich echt jedes Mal beim Spielen noch so, okay, here we go again. Ja, also, ja, weil man das auch lustig ist, wenn dann sagen wir teilweise, ja, und der war so cool, ich denke mal so, ich habe voll in den Gatsch gegriffen, hast du das nicht gehört? Aber ich finde das oft, dass man das dann auch auf Videos oder so, dass man es einfach nicht merkt. Gell? Ja. Das ist so, ich finde das so weird, dann denke ich mir so, nur ich gehört, das ist falsch gespielt habe und so, ja. Und da, ich glaube, es ist halt auch die psychologische Komponente dahinter, überhaupt, wenn es jetzt an, sag mal, du spürst irgendwas und es kehrt jetzt zum Beispiel genau, sag mal, es wird das jetzt kehren, oder? Und dann vergreifst du und du machst auf einmal und dann hörst du den drinnen. Ja, ja. Und für die dauert dann nicht so kurz wie für die Zuhörer, für die ist halt die ganze Zeit so, ich bin immer noch da und du so, oh Gott. Weißt absolut. Das ist aber für mich ja das schwere Live, dass man halt echt sich davon wieder abgrenzt und einfach trotzdem dem bleibt, wo man ist. Und ich denke mal, ach so, das letzte trifft es halt mehr als wie. Ja, also für mich ist das erste und das letzte ist am wichtigsten. Ja. Weil dass dir das erste ist der erste Eindruck, wo sie dann sagen, wow, okay, ich bleib da. Und das letzte ist das, was sie dann haben und sagen, es war gut. Ja. So einfach. Ja, ja, ich meine, da fällt mir auch noch was Lustiges ein. Da haben wir mal einen Song gehabt auf dem letzten Album, wo wir. Da war das Intro. Und so weiter. Und der Song beginnt so, es ist nur das. Mhm. Und wir haben uns beide ein bisschen davor angeschissen, weil es doch ein bisschen ungut ist zum Spielen. Und haben gesagt, okay, wir lösen das live so, wir spielen es gemeinsam. Dann ist niemand so exposed. Das ist super. Und was passiert ist, wir haben es als Zugabe gespielt, wir haben uns vorher verbeugt und eben meine Gitarre ausgesteckt und die Zugabe beginnt und ich habe das Kabel nicht gefunden und am Anfang auch nicht checkt, dass ich ausgesteckt bin und spiele es mit. Der Leo spielt es aber nur alleine, weil ich habe es nicht gewusst. Herrlich. Und wir haben im Nachhinein gesagt, okay, wenn er gewusst hätte, dass ich nicht mitspiele, er hätte es fix versaut. Aber er hat es perfekt gespielt, bis ich wieder dabei war. Herrlich. Und dann? Und dann bin ich wieder eingestiegen und dann war es super. Geil, na herrlich, das ist super. Ja, das ist immer gut, wenn man sich zumindest gerade bei so Sachen ein bisschen. Ja. Oder wenn man es nicht merkt, okay, wir spielen das jetzt zu zweit, ich bin nicht alleine und du merkst es nicht, dass das zweite eh nicht spielt. Ja, aber ich finde, bei euch ist es halt auch so, da werdet ihr, glaube ich, noch mehr exposed fühlen. Denke mal, wenn man nur ganz alleine ist. Genau. Ja. Ich habe erstens einmal gedacht, euer Bühnensound muss ganz anders sein als bei uns, dadurch, dass ich hinten den Robin, der so eine haut, der ist so, ich meine, bei Gott, der kann so gut, fein auf jeden Fall ausspielen, aber wenn es darum geht, dass es picken muss und dass es, da ist der eine Maschine einfach und das ist so präsent und ich, nicht nur, dass du es hörst, sondern du spürst es. Ja. Und hinter dem kann man sich auch ein bisschen verstecken, so rein mental halt, finde ich immer. Ja, ja, es ist lustig, also bei uns ist der Bühnensound sehr minimalistisch eigentlich. Ja. Wir haben fast keinen Bühnensound. Weil also, ich speziell in ihr, gell? Genau. Mhm. Es ist oft dann teilweise schon zu wenig Bühnensound. Ja. Dass du gar nicht so in das Konzertfeeling reinkommst, wenn nicht so die Bühne ein bisschen vibriert oder du ein bisschen so den Wumms spürst. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir meistens bei Tontechniker dann sagen, okay, dreht uns bitte unseren ganzen Mix auf den Monitor, einfach damit es lauter wird und damit man es besser spüren. Mhm. Okay. Und es ist auch mit In-Ear-Lautstärken immer so eine Trickserei irgendwie, weil man will dadurch, dass man In-Ear hat, irgendwie die doch eher leise halten, weil es angenehm ist. Ja. Aber irgendwie bist du halt gewohnt, das ist Konzert, das ist laut, das macht mehr Spaß, wenn es lauter ist. Und schon, tendierst dann doch immer dazu, dass du lauter drehst. Und hast du die selber, tust dir die selber In-Ear auch, oder die Backing-Tracks hauptsächlich, oder wie macht ihr das? Im Prinzip haben wir, unser In-Ear-Mix ist genau der Mix, wie er eigentlich sein soll. Genau das, was man dann als Zuhörer hört, sozusagen. Genau, okay, also wir haben uns nicht lauter auf die In-Ears, sondern im Mix. Aha, ja. Weil es ist irgendwie so ein bisschen die Herangehensweise, wir wissen eigentlich, was wir spielen sollen. Eigentlich ist gut. Und es ist so, dass gerade, denke ich mal, bei leise Parts, wo du dann die selber voll laut hast, dann verliere ich ein bisschen das Gefühl, wie laut darf ich spielen, wie laut darf ich den leisen Part spielen. Mhm.
Weil wenn ich mich voll laut höre, dann tendiere ich dazu, dass ich ihn leiser spiele, also Kerat und, ja, und so weiter. Ja, das stimmt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es genauso, wie es klingen soll, damit kannst du dir auch immer so einfügen, wie es klingen soll. Ja, voll. Es ist auch gut, wenn du wirklich hörst, was bist jetzt du und was sind jetzt Backtracks. Ja. Weil das ist oft ein Problem, das ich manchmal live habe, wenn es wirklich, wenn es gerade einmal ein bisschen zu leise ist und ich spüre das, dann stehe ich auf der Bühne und denke mir, spiele ich jetzt gerade zu tight oder ist es der Backing-Track? Ja, ja. Und das ist mir so oft passiert, dass ich dann kurz weggehe und dann merke, okay, nein, so, ey, passt schon, passt schon. Weißt du? Wenn es gar einmal einfach gut biegt, dann denke ich mir so, okay, warte, das kann nicht stimmen. das ist oft einmal so ein Song. Wollt ihr eigentlich immer in der Besetzung bleiben? Also was live jetzt angeht? Ist eine gute Frage. Also grundsätzlich aus jetziger Sicht schon. Mhm. Natürlich haben wir schon oft darüber überlegt und viele Leute gehört, die gesagt haben, hey, braucht einen Schlagzeuger, sucht einen Schlagzeuger, holt euch einen Schlagzeuger. Mhm. War cool. Aber es war jetzt bei uns jetzt der Leidensdruck noch nicht so groß, dass wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir einen Schlagzeuger. Ja, ey. Und es ist super unkompliziert. Kompliziert schon, aber eher mehr im Vorfeld. Ja. Und super easy. Wir können zu zweit einfach mit dem Auto, mit dem ganzen Equipment, mit Licht, mit Merch irgendwo hinfahren. Voll, das ist echt super. Brauchen nur uns gemeinsam koordinieren, zwecks Terminen und so. Wir brauchen keinen Proberaum. Ja, stimmt. Das ist ja wieder was auch, genau. Ja. Und ja, also es wäre auf jeden Fall schon mal lustig, das auszuprobieren mit einem Drummer. Aber es ist jetzt nicht so die Top-Priorität. Vielleicht wird es passieren, vielleicht nicht. Das hängt vielleicht, es wird vielleicht Sinn machen, wenn ihr mal ein ganz, ganz großes Festival spielt oder so. Ja. Ich meine, obwohl ihr habt eh Europlus schon angespielt. Da habt ihr es ja auch im Endeffekt so gemacht. Gell? Genau, ihr, genau. Und wie ist es dort denn so? Ist eigentlich sehr gut angekommen. Ja. Ja, also natürlich, es gibt dann immer die Leute, gerade so dann eher so die Puristen, die sagen, na, so viel digital. Aber da beginnt es dann auch schon mit XFX und statt nur Röhrenamp und so. Voll. Aber das gibt es immer. Ich denke mal, gerade wenn es um so eine Sache geht, dann, okay, man kann es sich mal anhören und man kann es sich auch gerne zu Herzen nehmen. Du sollst ein paar Leute finden, man soll es anders machen. Ja. Aber das ist ja der Grund, warum du es machen willst. Und so. Ja. Also ich finde, dass man sich aufhalten sollte von Sachen wie, boah, ich finde, ihr braucht das oder das. Ja. Dann denke ich mal, okay, das ist eh cool, danke, voll, dass du mal das sagst und so, aber trotzdem, ich ziehe schon gerne meine Schiene und es wird bei euch auch nichts anderes sein. Voll. Ja, vor allem, es ist halt, es soll vor allem mir und uns Spaß machen, was wir machen. Und nicht das sein, was sie andere leider warten würden. Mhm. Also nicht einfach Ideen umsetzen, die dir Leuten nach dem Konzert sagen. Genau. Außer sie sind voll cool, dann natürlich, auf jeden Fall. Klar, dann kann man gleich Credits sagen. Da haben sie zu mir gesagt. Ja. Voll. Na, aber das macht schon Sinn, ja. Voll. Ja. Was mich interessiert, was Gitarrespielen angeht, also generell was jetzt Üben angeht, gibt es irgendwas, was du dir gerade zur Zeit voll auscheckst? Oder? Ich muss sagen, ich bin, was Üben betrifft, immer sehr faul. Mhm. Also ich habe schon wirklich lange nicht mehr aktiv geübt, dass ich mich hinsetze und Metronom aufdrehe und das übe. Aber beim Thumping ist da wahrscheinlich so gegangen, gell? Du hast... Genau, ja, das habe ich schon. So von null das habe ich schon, ja. Aber es ist irgendwie, wir haben da einen speziellen Sound. Es ist irgendwie, wenn man mal drin ist, dann geht es eigentlich echt gut. Und es ist irgendwie, also ich hab angefangen damit, dass ich nur die Dreier mache immer. Das heißt, du hast Daumen, Finger. Zeigefinger, genau. Ah, du musst echt den Finger so. Und du brauchst so. Ja, es ist und irgendwie. Spiegst du es dabei weg oder haltest du es ein? Ja, ich mach's mittlerweile jetzt, wo ich schon mehr drin bin, dass ich es einfach irgendwie so. So irgendwie nimm, meistens, weil es schnell gehen muss. Ja, voll. Aber irgendwann bin ich dann einmal auf die Vierer, wo es dann den Mittelfinger an oder zu hast. Das ist halt der klassische Animals is Leaders. Ja. Aber es ist lustig eigentlich, so ist es wegen, wenn ich immer Akkorde. Aber geil. Das habe ich mit dem, nein, eigentlich habe ich mit dem angefangen und bin dann auf die Dreier gegangen, weil es leichter geht. Und bei dem Riff
halt dann wieder irgendwie auf die Vierer zurück, weil ich es schon lang mache und ein bisschen reingekommen bin mittlerweile. Aber es ist schon echt eine lustige Technik. Man kann lustige Sachen damit machen. Ich finde auch, dass es bei euch nicht so klingt wie, ah, da haben sie was von Animals Leaders gekommen lassen. Ja. Und das ist genau das, womit wir dem auch gestartet haben, dass du dem, du kannst was von anderen Leuten nehmen, du kannst dir die Technik anschauen. Du wirst eh nicht so klingen wie sie. Deswegen das muss man sehen. Und wenn, ich glaube, gerade wenn es gerade darum geht, dass man es füllen und die Sachen nachspielt, im Endeffekt spielst du es immer schlechter oder nicht so nach, wie es intended war. Ja. Weil ich finde, dass es nicht immer nur um clean geht, wie clean du etwas spielst, sondern ob es sich einfach auch den Feel halt wieder gibt. Ja. Und das geben halt meistens Covers selten. Ja, das stimmt. Voll. Also ich mache schon ab und zu gern Covers eigentlich, aber eher dann mehr so aus der Tontechnik-Sicht raus, dass ich einfach versuche, den Sound von ganzen Sound so geil wie möglich hinzufaken oder hinzutrimmen, so wie es bei dem klingt. Voll. Nicht so sehr, weil ich den Song covern will. Ja. Aber das ist dann auch wieder aus der Sicht vom Lernen aus, ein bisschen, gell, damit du wieder merkst, was es ist. Ja. Ich verwende eigentlich Finger, also meine Finger eher für dass ich halt Akkorde immer so greife. Ja. Oder das ist auf der, das ist eigentlich auf einer Akustik, aber. Dass ich halt so eine. Oh, dann muss das weg und so. Ja. Da mache ich das so halt, so ein bisschen klassisch halt und überwende halt. Ja. So eine Sache mache ich ganz gerne. Ja. Voll. Ja, so Hybrid-Sachen haben wir eher einige. Mhm. Irgendwie eher sowas. Ah, das ist oder ewig. Ah, das spielst du ja immer. Also es geht. Lustig, ich verwende so Hybrid-Sachen ganz gern für Lead-Sachen. Ja. Das ist das auch cool, ich ganz ja. Gern, ja. Ja. Weil das ist überhaupt, wenn du. Es hat einfach. Es geht so warm. Was ist dann an Sound? Ja, das ist viel zu aggressiv halt, ja. Das kannst du mit zwei machen. Aber ist lustig, ja. Ja, mit dem habe ich eigentlich echt spät angefangen. Mhm. Also so fingermäßig ist es bei mir schon cool, weil wir beide lang klassisch gelernt haben. Echt? Mhm. Ah, okay, interessant. Und, aber so mit Pick und Finger ist es irgendwie doch nochmal was anderes. Und okay. Irgendwie so das Erste, wo ich damit angefangen habe, war das. Ja, wenn ich das mit dem Pick spielen da, das wird einfach viel zu hart klingen. Ne? Ja. Ja, voll. Halt irgendwie nicht so smooth. Ja, voll, ja. Ich mach das auch ganz gern, teilweise dann bei Sachen, bei Leadparts, wo ich mir denke, es soll nicht zu. Also, wenn ich einen Deck ein bisschen anders haben will, dass ich zum Beispiel statt. Das macht schon einen riesen Unterschied, wenn du. Einfach generell, gerade wenn du so Melodien hast, finde ich. So, auch wenn sie einfach sind, jetzt zum Beispiel so wie von Casket. Und bei dem, ich weiß nicht warum, aber lustigerweise gehe ich da immer. Da mixe ich immer, aber einfach, wenn mir der Sound so besser gefällt. Ja. Voll. Ja. Lustig. Voll. Ich mach's eben auch gerne, aber ich mach's gern in Riffs eigentlich, lustigerweise. Ja. Oder in Riffs, vor allem in so clean. Geil. Halt irgendwie in so cleane Riffs irgendwie. Ja, macht auch dann Sinn, weil ich meine, ich sag jetzt dir das mit einem Pick spielen. Ja. Passt ja nicht. Das ist ja das Coole, du kriegst einfach wieder komplett andere Ansicht. Ja, du kriegst halt irgendwie ein bisschen halt diesen softeren Sound, der geil ist. Voll. Was mich jetzt noch voll interessieren würde, ist, was ist der schrägste oder geilste Sound, den du am XFX hast? Der schrägste? Oder geilste, wurscht. Boah. Ich habe ehrlich gesagt, abgesehen von den Badges, die sowieso drauf sind, habe ich sowas eigentlich gar nicht so drauf, weil
ich verwende alle schrägen Sounds oder so, die mache ich mir dann eigentlich meistens immer mit Synths. Okay. Ja. Also du hast nicht so, du hast eher so die klassischen Clean Lead mitgehen, genau, oder so. Ja. Ich habe eigentlich, das ist auch hauptsächlich, was ich live verwende. Ich habe eigentlich nur einen super trockenen, ja, wo einfach nichts ist, sondern ein bisschen an, der ist auch noch ein Rhythmus-Patch, aber wenn es halt ein bisschen wenn ich will, dass es ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Sustain hat, jetzt aber nicht genau. Und dann habe ich im Endeffekt noch, das Einzige, was ich noch habe, ist dann mein Clean Sound. Ja. Auch nichts Besonderes eigentlich. Also gar nichts zu machen. Ja. Und dann halt mein Lead Sound, genau. Aber was ich jetzt auch, ich meine, muss ich sagen, das habe ich mal von euch ein bisschen abgeschaut, dass ihr, oder ich will es mal abschauen. So. Ja. Ich habe es ja alles so programmiert, dass wenn ihr live spielt, dann wird für euch sozusagen, geht es durch die Patches durch, gell? Genau. Und ich musste immer ein bisschen mit dem Fuß so schweben und dann gleichzeitig so spielen. Und das ist gerade, das ist mir schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden. Und ich habe natürlich, genau aus dem Grund, weil ich jetzt alles mit meinen Fears noch umschalte, habe ich jetzt natürlich weniger Sounds. Weil ich habe ja da was ich sag, wie viele Sounds? Um die 20, ein bisschen über 20 oder schon, so haben wir im Set. Das ist schon viel mehr sophisticated, wenn es um den Sound an sich geht. Und da will ich halt auch schon hin, weil ich denke mal, so wie wenn du jetzt einen Rhythmus-Sound hast, der ganze Song braucht nicht den gleichen Sound eigentlich. Und das ist auf jeden Fall noch etwas, was ich mir noch... Ja, voll. Es geht relativ leicht, wenn man es mal drin hat. Und vor allem, wenn man eh sowieso schon zum Klick spielt. Ja, voll. Ist es... Aber ihr spielt es immer mit einem MacBook, gell? Genau, Genau, ja. Voll. Voll. Da haben wir dabei nämlich noch ein anderes Kastel. Ja. Voll, das kennt ja an Robin. Da haben wir sozusagen einen USB-Stick mit einem Song drauf und er spielt es dann einfach ab. Okay, Und da kannst du aber leider noch keine MIDI-Sachen einprobieren. Okay, das Problem. Oder wir haben es noch nicht ausgefunden. Das kann und warum seid ihr nicht auf Laptop umgestiegen? Oder? Hauptsächlich einfach deswegen, weil ich keinen Laptop habe. Okay. Und weil die Sache ist, dadurch, dass ich das mit einem Exafix verwenden würde, wird es am meisten Sinn machen, wenn ich den Laptop danach habe und so. Und dass ich dann nicht, ich könnte diesen theoretisch Flow sein, vielleicht ausleihen. Ja. Aber das, vielleicht machen wir das, wenn wir schon mal drüber geredet. Und an sich war es nicht schlecht. Ich würde aber dann auch ganz gerne einen Laptop haben, dann wirklich nur dafür. Ja. Dass der sonst für gar nichts, weil du wüsstest dann echt nicht, dass da ein CPU von irgendwas anderen. Ja. Ist es bei euch schon mal schief gegangen, sozusagen? Grundsätzlich schon, aber das war noch ganz früher. Also unsere erste Live-Show haben wir nur mit Pro Tools live gespielt. Ja. Und Pro Tools ist ja gern mal sehr zickig und hängt sie auf. Oh. Und es war so immer so ein bisschen eine Zitterpartie, wie lange wird es gehen. Okay. Wir haben dann sicherheitshalber nach jedem Song gestoppt, haben damals aber auch die gitarren Sounds noch über den Computer laufen lassen. Und es ist im Prinzip dann eh gut gegangen, aber es war ein bisschen eine Zitterpartie. Und seitdem wir jetzt auf Ableton umgestiegen sind, ist es uns eigentlich nicht mehr passiert, dass beim Computer was war. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass bei meinem XFX die Sounds aufgehört haben zu wechseln. Ah, okay. Aber das war, wie sie dann herausgestellt hat, ein XFX-Problem und nicht ein Computer-Problem. Und es war leider in der Situation das Einzige, was ich nicht gecheckt habe. Ja, es ist halt das Problem, man hat halt immer mehr Komponenten dazu. Ja. Das hat halt seine Vorteile, weil man auf der anderen Seite wiederum mehr machen kann. Ja. Du kannst mehr Sounds live haben, das ist schon ganz cool, aber du hast halt eine gewisse Abhängigkeit. Ja, ich merke das schon. Abgesehen davon, dass man alle Seiten auf der Gitarre bleiben sollten. Ja. Das ist schon die Hauptvoraussetzung, dass du dann halt noch deine Badges hast, die funktionieren müssen und so. Da haben wir halt das Glück, dass, was uns ja lustigerweise passiert ist, bei einem Gig, haben wir einen Kontaktfehler gehabt beim AUX-Ausgang von unserem Player. Ja. Und der Robin hat Gott sei Dank so schnell reagiert und hat gleich ausgeschalten, weil er hat einen Wackler gehabt und war dann auf einmal Sekunden hinten nach. Okay, ja. Und der hat den Spielen ausgeschalten, weitergespielt. Ja. Und da ist es gut, er hat einen Schlagzeuger halt. Ja, ja, da haben wir den Rest des Songs so beendet. Ja. Die Leute haben zwar gemerkt, okay, da fällt was im Hintergrund, aber dank dem Flo habe ich dann trotzdem die harmonische Basis im Hintergrund, auch wenn die Gitarren nicht da sind, weißt du. Und so haben wir es dann drüber geschummelt sozusagen. Ja, das wäre bei uns wäre das halt echt gefährlich, weil bei uns fällt dann alles. Ja, eben, seid ihr auf einmal nur mal jetzt an. Vielleicht steuert das auch noch der PC im Moment so an, dass man echt zwar gar nicht hört. Ja. Vor allem, hoffen wir, dass es nicht passiert, aber. Ja.
Nein, bis jetzt ist es wirklich immer gut gegangen. Mhm. Und ziemlich egal eigentlich, auf welchem Laptop, weil mein MacBook wird jetzt dann nächstes Jahr 10 Jahre alt. Okay. Und das vom Leo ist jetzt, glaube ich, auch schon 4 Jahre oder so alt und überhaupt ganz problemlos funktioniert das. Okay, cool. Auf beiden Laptops. Also wir haben es früher so gemacht, dass wir einen immer nur als Backup zur Sicherheit mitgenommen haben. Das haben wir jetzt schon immer länger nicht mehr gemacht. Aber ein bisschen sammelschief, gell? Dann ärgert man sich. Ja, voll. So, hey, was, das ist nicht so lieb. Ja. Ich meine, zumindest ist ein Laptop nicht für Gewicht, was du halt so mitsammeln hast. Ja. Das stimmt. Oh. Was ist etwas, was du gerne auf der Gitarre kennen würdest, was du noch nicht kannst? Gibt es da irgendwas? So arge Two-Hand-Tapping-Sachen würden mich echt interessieren. Also interessieren, ja. Ich finde den Stil cool. Ich finde viele Sachen, die in dem Stil gemacht werden, nicht so cool, von musikalisch jetzt. Aber ich finde es spannend, was man damit alles machen kann. Voll. Und ja, da bin ich auch deiner Meinung, dass es oft so ist, dass leider, wenn man etwas kann, muss man das nicht unbedingt machen. Ja. Und weil es halt aber auch gleichzeitig in sehr vielen Bands jetzt ein Style geworden ist und gibt es halt dann Leute, die das sehr tasty verpacken können und machen, die machen es dann, wo du denkst, okay, geht es jetzt darum, dass du einfach tappen kannst? Ja. Oder ist das jetzt der musikalische Hintergrund, der das von dir verlangt? Ja. Mir ist es dann auch eher so, dass sie dann oft, wenn ich Sachen tappen kennt, dass ich dann schon schaue, dass ich es vielleicht anders machen kann. Und das geht halt nicht. Ich finde, Tappen und Economy Picking ist das, was ich halt gut ergänzen kann, weil du halt eben sehr schnell über große Oktaven drüber kommst, ohne jetzt an irgendwas tappen zu müssen. Ja. Voll, ja, das stimmt. Voll. Was würdest du gern können, was du noch nicht kannst? Also gibt es wahrscheinlich eh nicht viel. Alles war wohl. Alles, also für mich war auf jeden Fall alles, was ich mache, um einiges sicherer noch. Ja. Ja, das schon. Ich merke halt, woran ich viel übe, ist, das ist, glaube ich, nicht so easy zu erklären. Es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie du Gitarre spielen kannst. Das hängt schon mal davon ab, wie deine Körperspannung einfach ist. Und ob du jetzt dann hergehst und wenn du jetzt einen Riff spielst, ob du da voll verkrampft bist und so. Ja. Und das hängt ab, also teilweise hängt das sicher mit dem Üben zusammen, dass du das wegkriegst. Teilweise aber auch daran, dass du dich hinsetzt und dich in dem Moment erinnerst, okay, erstens einmal durchatmen, bleib ruhig und so eine Sache. Und ich merke dann einfach, wenn ich zum Beispiel daheim bin und dann für mich übe, denke ich mir jedes Mal so, wow, keiner hört mich, wie ich spiele. Weißt du? Keiner hört das jetzt gerade. Das ist so schade. Und kaum tue ich die Kamera um, dann brauche ich schon wieder ein bisschen länger, um das allein jetzt da sitzen und irgendwas spielen. Ja, ja. Es fühlt sich anders an. Es ist überhaupt, wenn du gefilmt wärst, weil du halt weißt, okay, der Fehler ist auf ewig da. Und wenn er sonst noch was über was werden soll, dann kann er das gleich so und schau, da hat er es verhauen. So. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, was ich gern hätte. Und was ich auch merke, ist Alternate Picking Sachen, die über zwei Seiten gehen, über mehrere Seiten gehen, dass du halt zum Beispiel. Das ist eine Sache, mal Lied spielen mir seit. Überhaupt, wenn du. Was ich ganz gerne mache, ist ja, ich bin echt mega Fan von Pentatonic, einfach weil es halt, abgesehen davon, dass es ein Standardtool für alle Gitarristen ist, kann man dadurch sehr viel auserholen, weil du gezwungen bist, musikalischer zu denken, weil du halt eben nicht deine normalen Dings hast, sondern da klingst du einfach ganz anders. Und ich verwende es gern zum. Aber ich hätte es halt gerne ein bisschen, weil ich verwende so eine Sachen eigentlich nur wenn ich sweepen tue jetzt an. Ja. Aber auch wenig halt. Drück besser gehen. Und ja, das auf jeden Fall. Und dass ich mal, also ich glaube, mehr Ruhe ist das, was ich auf jeden Fall üben muss. Ja. Dass ich merke das, wie gestresst gar nicht bin. Und dadurch, dass ich das halt sozusagen hauptberuflich machen will, will ich überall sein und sagen können, okay, das ist jetzt das normale Lick, so wie ich es immer spiele. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Major-Ding. Ja, ja. Wie gesagt, ich muss sagen, das kenne ich gut, so kaum läuft die Kamera für die Insta-Story oder so. Genau, ja. Dann hast du so im Handy so 20 Mal das Video drin, bis du es hingekriegt hast. Aber ich finde, es ist oft dann so das Ding, wo du es dann auch echt kannst. Ja, voll. Das ist ja dann auch das, wo du, das ist glaube ich das, was zum Live üben ein bisschen zubekommt, daheim das Handy hinstellen und das einfach öfters durchspielen. Ja, weil du merkst, das ist so arg. Ich merke einfach, dass meine ganze Körperspannung verändert sich kaum. Ja. Ist,
lustigerweise, wenn aber jetzt Leute bei mir daheim sind und die zuhören, ja, ist es für mich nie ein Problem. Ja. Aber wenn es in meinem Kopf um was geht, ja, dann ist es gleich wieder was anderes. Ja, 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 das stimmt absolut. Ja. Aber ich finde, da kommt man immer besser rein, wenn man viel live spielt. Und vor allem, ich finde, je unbekannter das Publikum ist, desto leichter geht's. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil ich auch nicht, weil die Sache ist, wenn ich jemanden nicht kenne, dann denke ich gar nicht drüber nach, was, ja, der sich jetzt, ja, denkt. Ja, absolut. Wenn es aber dann irgendein Freund wieder ist oder irgendein Freund, dann sitze ich da und denke ich, boah, das ist ja, 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 ja. Die kennen, die wissen nachher von mir und so. Das ist halt, ja, das, ja, ganz voll anders. Ja, stimmt, ja. Ja, cool, echt. Haben wir es einiges zum Sagen, ja, und immer noch, klar, ja. Voll. Ich würde mich auf jeden Fall mit dir halt auch, was das angeht, einmal zusammensetzen und also mit ausprobieren. Ich würd, ja, ja, voll. Ich würde gerne was anderes ausprobieren. Und auch was Recording und so, ja, angeht, weil, ja, ich würde echt gerne sehen, wie du arbeitest. Ja. Ich würde gerne als stiller Beobachter einmal da sitzen. Ich glaube, da könnte, ja, man viel von anderen lernen. Können wir gern machen. Voll. Ja, gut. Voll. Hat mich gefreut. Hat das mich ebenso gefreut. War der Dennis von... Ah, Jameson mal ein bisschen, okay. Okay, okay. Okay. Macht irgendwas auf Arsenal, spiel ich drüber. So. Voll. Okay, nicht mit dem Sound. Hat mich gefreut. Voll. Cool.